Stopp! Warte! Ja, das ist es! Man sollte so eine Tonne erfinden. Eine Tonne, wo all das reinkommt, was wir nicht wollen. Ja, eine Tonne. Und alles, was wir blöd und komisch finden, ja, soll darin verschwinden. Ja, genau. Eine Tonne. Unsere große Nein-Tonne. Ja. Boah. Und, wie findest du die? Super. Ich weiß was. Ich auch. Pass auf. Ja, du zuerst. Tonne, Tonne. Deckel auf. Ich habe ein Nein-Gefühl im Bauch. Warte, das ist nicht verdammt. Das will ich nicht, das muss nicht sein, drum werf ich's rein mit Nein, Nein, Nein. So wie neulich bei uns mittags. Da habe ich mir den Mund verbrannt, weil die Suppe zu heiß war. Oh. Und mein Vater, der sagte so, die Suppe ist nicht zu heiß. Was? Boah, das hat mich so wütend gemacht, dass er darüber bestimmt, ob die Suppe für mich zu heiß ist oder nicht. Das will ich nicht, das muss nicht sein, drum werf ich's rein mit Nein, Nein, Nein! Deckel auf! Mach auf! Und Kind, denk an deine Zähne, sonst kommt der große Bohrer und das tut weh. Weißt du, manche, die reden ja schon komisch, ne? Also ich, na ja. Ich putze meine Zähne immer. Echt? Tonne, Tonne, Deckel auf. Ich habe ein Nein-Gefühl im Bauch. Das stopp. Was? Nee. Also Zähne putzen kann ich in die Tonne. Stimmt. Nein. Zähne putzen muss sein. Mhm. Auf der Suche nach gebratenen Fischstäbchen. Nach dem Baden, da kuschele ich mich immer noch aufs Sofa und schaue eine halbe Stunde Fernsehen. Echt jetzt halbe Stunde nur? Wenig, ne? Ja, total. Es geht immer voll schnell rum. Also, meine Oma und ich. Meine Oma und ich, wir spielen nämlich Theater auf den Geburtstag von meinem Papa. Okay, also, ich spiele meinen Papa, als der noch ein Kind war. Jo, der hat vielleicht mal Blödsinn gemacht. Oh, oh, mein Kreuz, oh, oh, die Knie, oh, 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 oh. Ja, aber du, wenn so ein Geheimnis wehtut im Bauch, dann kann ich gar nicht mehr lachen. Geheimnisse, die Bauchweh und traurig machen, sind blöd. 1, 2, 3. Mein Gefühl kenn ich genau. Ich bin schon groß und ganz schön schlau. Wenn jemand sagt, das kann nicht sein, dann kommt es in die Tonne. Nein!